Also legen wir los. Wir gucken rein in die Kisten. Gerade schon gemacht im Livestream. Das heißt, jetzt machen wir quasi daraus nochmal schön die Info auch auf YouTube. Und wir gucken jetzt nochmal einfach hier schön in die Kisten, in die ganzen Säckchen quasi rein. Non-Premium und Premium, eins nach dem anderen. Was ist überall drin gewesen? Und im Anschluss gibt es dann auch nochmal ein Fazit zu diesem ganzen Event. Also, legen wir los. So, dann starte ich erstmal die Aufnahme für YouTube. Dann können wir das nämlich nochmal nachgucken. Und dann haben wir das nämlich schön auf YouTube nochmal drin. Das Öffnen der Beutel. Endlich alles abgehakt, sämtliche Aufgaben erledigt und zuletzt war es noch die Schleier am Moskito auf 83,68 und die Zwergmarine an dem uralten Spot aus dem uralten Video, danke nochmal ans Erinnern, direkt an der Landzunge, Zwergmarine auch abgehakt. So. Und dann gehen wir jetzt mal rein. Ich hoffe, ich kriege jetzt schön die Non-Premium alle raus. Geschenke. Das sind die hier. Da ist wahrscheinlich wie, also ist wahrscheinlich wie immer überall nur Murks drin. Aber nice to have. Also erster Murks, erstes Päckchen. Ich weiß gar nicht, welche Päckchennummer es ist. Oder ihr schreibt die Päckchennummer rein. Das wäre natürlich auch was. Päckchen. Gestreift und rot. Auspacken. Hui! Kunstköder-Set Funky Minnow. Die habe ich die letzten Jahre nie gekriegt. Das gibt's, glaube ich, schon länger drinnen, ne? Das habe ich nie bekommen. Ja, sowas hätte ich gerne im Game, ey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist das geil. Sowas zu kaufen, alleine die Box, ne? Alleine die Box, ich würde so feiern, ne? Ich würde es so feiern. Einfach eine Box und du kannst sie selber bestücken. Ein Traum. Perfekt. Das ist doch schon mal nice. So, blaues Säckchen. Gucken wir mal, was das ist. Schlafanzug, blaues Säckchen. Schnur. Ja. Angelschnur, ne? Falls man mal eine Angelschnur braucht, immerhin eine Angelschnur. Kann man mal machen. So, grünes Säckchen. Alter, jetzt kommt das grüne Säckchen. Ist da ein Rubbel los? Ist da noch was drauf? Kann ich da noch was freirubbeln? Ist da noch eine versteckte Wenger hinterm Rubbel los oder was? Bootsverleih? Kategorie A? Ein Tag Bootsverleih? Ein Tag? Was kann das sein? Ist das Meer? Ist das Meeresangeln? Egal wo, nee, wahrscheinlich nicht. Für ein Moskito? Ich hatte das schon mal für ein Moskito, ja. Ich hatte das schon mal für ein Moskito. Im letzten Jahr. Ich glaube, das war ein Fünf-Tages-Ticket Moskito? Ich weiß es nicht. Eigentlich ist das Polny. Aber das, was soll das sein? Den. Ich weiß es nicht. Bootsticket. Okay. Macht mich nicht an, macht mich nicht fertig, ist halt ein Bootsticket. Okay, wir nehmen mal die hier, das Ding mit dem Stern. Gucken wir mal rein, was da drin ist. Grün und Stern. Yay! Cola! Nuka Cola, nee, Monkey Cola Päckchen. Habe ich auch noch aus dem letzten Jahr original verschleißt. 6x333er Softdrink. Ja. Finde ich ganz witzig, einfach vom Packaging, ganz nice. Aber verwende ich, glaube ich, gar nicht. Also habe ich bisher noch gar nicht verwendet. Tannenbaum. Säckchen mit dem Tannenbaum in Rot.
Was ist drin? Yeah, Schocki. Die gute Peterburg Schokoalden. Ich könnte jetzt schon wieder Schoko essen, ne? Der 10-Jahres-Vorrat Schokolade, Alden. 10 Päckchen Dark Chocolate. Ja, schönes Ding. Einfach ein bisschen zwischendurch für Energy. Und dann lübt das Ganze. So, ich glaube, wir haben noch 2 Stück, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, dann sind das jetzt hier noch 2 Stück aus dem Non-Premium. Das war das erste. Da sind sie. 3 Tage Premium-Marke. Läuft. Kommt in den Stash für Notfälle. Jawohl. Und hier ist das Säckchen. Ich glaube, das war das zweite dann, oder? Ich habe die komplett in der verkehrten Reihenfolge. Aber steht halt auch nicht dran. Auspacken. Oh, nee. Das ist dann das letzte. Das war doch das 7er, ne? Non-Premium. Das 7er Päckchen mit dem Traumfisch-Gutschein. Jawolski. Traumfisch-Gutschein. Richtig Struktur drauf auf dem Papier, Alter. Übertrieben. Aber cool. Sehr schön, das Ding. Nachdem ich letztes Mal, was war das? Beim Don Kaulbarsch, ne? Da wollte ich den, glaube ich, verwenden. Hab den reingetan, hab nochmal was geändert und hab den nicht noch ein zweites Mal reingetan. Deswegen habe ich den quasi noch vom letzten Mal und jetzt halt den aktuellen. Heißt also, ich kann mir erstmal schön wieder ein paar neue Super Trophies fangen. So. Der hier und der hier. Das sind die letzten beiden. Und das heißt, wir fangen an. Ich glaube, das ist der erste. Das müsste der erste sein aus den Premium-Päckchen. Gucken wir mal rein. Ja. Power Snake New Year Set. Oh wait, das sind... Ach so, das ist eine extra Packung. 3 in einem. Carbon Neujahrs Set. Aber steht nichts dran. Huh, mache ich die auf oder mache ich die nicht auf? Weiß ich noch nicht. Würde mich ja schon interessieren, was da drin ist, ne? 3 Stück Power Carbon. Vielleicht kann ich die öffnen, ohne sie ganz zu öffnen. Auf I. Auf I sind die Infos. Okay, gucke ich mir gleich mal an. Interessiert mich auf jeden. Dann nehmen wir einfach mal hier den grünen. Oder den lilanen. Nehmen wir erstmal den hier. Ich glaube, der war auch relativ weit oben noch. Zack. Geschenk mit den Sternchen in pink. Klar. Einfach mal eine... Oh, das ist aber auch in Weihnachtsfarben, ne? Festival Lamp. Bestimmt mit. Ja, leuchtend. Okay. Siehst du, davon ein Dreierpack, muss ich sagen. Das wäre natürlich jetzt nice gewesen. Wobei, viele Stipper haben ja auch nur eine. Oh. Okay, für Stipper reicht, glaube ich, auch eine. Aber ab Bollo. Aber das ist schon nice. Das ist schon nice. Siehst du, solche Sondereditionen finde ich eigentlich ganz cool. Das ist doch auch wünschenswert. Wenn es irgendwie was gibt, was es halt sonst nicht zu kaufen gibt. Wenn es auch nur von Optik ist, ne? Gucken wir mal hier rein. Das braune Säckchen. Alter. Da ist jetzt der fette Loot drin. Jetzt kommen die Epics allen. Bäm, da ist wirklich eine Epic drin. Alden. Und zwar tatsächlich die Wintertail 6ml, 6 Meter lange, 1 bis 3 Gramm Wurfgewicht. Okay. Und die hat wirklich so einen Winterstyle. Oh, die müssen wir uns auch gleich nochmal angucken. Die hat so einen Froststyle drin. Okay. Eine Stippe müsste es sein, ne? Genau. Dann gehen wir weiter hier mit dem hellblauen. Auch schön. So, auspacken. Der Kaffee. Einfach nur Dosenkaffee, oder? Einfach nur Kaffee.
Roasted and packed by United Coffee Supply Company. Jo. Jo, Kaffee halt. Kann ich ja irgendwann mal anfangen zu kochen. Vielleicht fange ich doch mal an zu kochen. Imagine, ich würde anfangen zu kochen. Das wäre der Hammer. Das grüne Säckchen. Ich bin gespannt. Es ist schon ein bisschen wie Weihnachten. Also ich muss ja schon zugeben, es ist ja schon ein bisschen wie Weihnachten. Alter. Alter. Varjak. Kann das? Heißt das so? Ja, ne? Sixpack Bier. Sixpack Bier. Oder ist das das Energy? Nee, das ist, glaube ich, auch, das ist, glaube ich, Bier. Das ist wahrscheinlich Bier. Wobei diese Energies vom Nordmeer wären natürlich auch cool gewesen, ne? Die so richtig gut boosten. So. Jetzt. So langsam. Ah. So langsam wird es eng. Kommt da noch eine Rolle bei rum oder nicht? Ich werde weich. Das rote Säckchen. Fläschchen Eiswein oder was? Oha. Ich hoffe doch, ein deutscher Eiswein, oder? Und nicht so ein, nicht ein günstiger aus Kanada. Zwei Portionen Kuban Eiswein. Na guck. Falls man sich mal so ordentlich einen reinstellen will, aber auf genüsslich. Ja, ist natürlich nice to have, ne? Gerade kurz vorm oder im Trophy Drill. Einfach nochmal schön einen reinzwiebeln für einen ordentlichen Boost. XP-Boost. So, und jetzt. Ah, nu geht das los. Ah, da krieg ich schon schwitzige Finger. Jetzt. Steht da schon was dran? Kategorie, keine Kategorie. Ich dachte Kategorie Wenger. Das wär's gewesen. Ah. Ein Fass mit gereiftem Honig. Ich muss ja gestehen, ich bin ja schon ein bisschen erleichtert, dass da jetzt keine Wenger drin ist, ne? Das Mimimi hätte ich mir ja echt nicht ausdenken können, ne? Einen Fass mit gereiftem Honig. Alter. Schön. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und ich guck's mir auch erstmal an. Was ist denn das? Fass mit gereiftem Honig. Hier ist es. Kategorie ohne. Getränk wird auf der Basis von Honig und wilden Tigerkräutern zubereitet, handelt sich bei hervorragendem Geschmack, bla bla bla, äußerst gesund. Okay, es ist einfach nur Kräuter, also Honig und es steht auch nichts bei mit. Es steht auch nichts bei mit Alkohol, ne? Ist kein Alkohol. Oder war das hier in der Kategorie Alkohol? Nee, Kategorie Lebensmittel. Okay, wahrscheinlich gibt das einfach nur einen Boost. Ich weiß nicht, ob ihr das schon getestet habt. Vielleicht gibt es einfach einen Boost an Energy. Kann ja sein. Genau, so ein Honig-Jägermeister. Wo waren denn jetzt hier diese anderen, diese Schnüre? Irgendwas mit Winter? Oh, erstmal hier. Das ist die. Und da steht auch dran, Limited Edition. Finde ich cool. Hat wahrscheinlich auch jeder bekommen. Gehe ich einfach mal von aus. Limited Edition Stippe. 25%. Stippe schnell. Medium. 6 Länge. 7 Kilo Tragfähigkeit. Ist cool. Ist ein gutes Gewicht. Gute Tragfähigkeit. Okay, das finde ich nice. Das ist wirklich nice. Okay, das ist zu hell. Aber das ist doch ganz cool. Da haben wir nochmal sämtliche Daten drauf. Ja, das ist doch ganz cool.
6 Meter Länge ist auch ein gutes Ding. Kann man, glaube ich, gerade ganz gut gebrauchen. Perfekt. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und das andere war noch diese Schnur, die mich da interessiert hat. Weil die war auch ein bisschen dieses Pack. Ist das hier jetzt mit drin? Dieses Schnurpaket? Oder ist das noch unter Geschenke? Wie hießen die denn jetzt? Hm, hier ist es. Carbon. Ah, okay. Ja gut. Okay, das ist einfach nur das ganz normale Fluorocarbon. 3,4. Okay, in verschiedenen Stärken. Ja. Naja, gut. Ist jetzt nichts Bewegendes, aber immerhin Fluorocarbon in verschiedenen Stärken. Kann man nutzen. Behalte ich, glaube ich, aber auch so, wie es ist. Genau wie die anderen Sachen. Behalte ich das einfach hier. Hier sind die ganzen Minnows drin. Lohnen sich auf jeden Fall alle. Also die lohnen sich immer wieder. Auch fürs Angeln auf Hecht oder sowas. Immer wieder nice. Und hier auch aus dem letzten Jahr noch. Schokolade hatte ich auch schon letztes Mal. Oder mehrfach auch schon. 4 Päckchen Schoko. Boilies hatte ich auch letztes Jahr. Genau. Almdudler. Genau, das war hier das Zeug. Varjak. Also doch, Varjak. Passt doch. Und die Cola und so Sachen. Ja, das war's. Das sind meine Päckchen gewesen. Hat sich das gelohnt? Ja. Also ich habe eine neue Stippe. Limited Edition Stippe. Komplett zufrieden. Leider keine blau, Alter, so eine schön blau-silberne Wenger. Hätte ich ja schon mitgenommen, ne? Hätte ich ja schon mitgenommen. Das wäre es aber auch echt gewesen, ey. Also, kommen wir zum Fazit des Ganzen. Das gesamte Weihnachtsevent. Ich mache mal den Hubschrauber hier ein bisschen leiser im Hintergrund. Was haben wir denn jetzt hier mit dem Event gehabt? Für mich als allererstes haben wir eine neue Funktion oder vielleicht einfach eine neue Funktion im Game. Finde ich mega geil. Also die Möglichkeit eben hier solche Aufgaben im Game zu haben, mega gut. Deutlich besser eben als irgendwelche Aufgaben oder Events, die übers Forum laufen. Es ist quasi Bestandteil im Game. Endlich etwas, was quasi im Game weiterentwickelt wird sozusagen und vielleicht auch noch mal wiederkehrt. Das wäre halt wirklich sehr wünschenswert, wenn man einfach so etwas hat, was immer mal wieder erscheint oder vielleicht sogar regelmäßig erscheint, wäre der absolute Hammer. Ja, es gibt auch ganz, ganz viel positives Feedback zu diesem Event und gerade zu dieser Funktion. Natürlich gibt es auch jede Menge Kritik, die gucken wir uns natürlich auch noch gleich ein bisschen an, warum und was das Ganze. Und auch ich sehe da so ein paar Punkte, die man deutlich besser machen könnte. Da gehen wir natürlich auch Stück für Stück drauf ein. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, von den Inhalten her, die haben wir ja jetzt gerade gesehen, die in den verschiedenen Säckchen drin waren. Ich bin ganz zufrieden. Es ist halt bei den meisten Sachen halt immer etwas, was irgendwie so nice to have ist. Es sind so kleine, wie Wichteln, so kleine Geschenke, die man sich so gegenseitig schenkt, was nicht irgendwie ganz besonders ist. Aber wo eben dann auch, und das dann eben hier im Premium-Bereich, schon besondere Sachen drin sein können. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum ersten Punkt. Gerade etwas wie zum Beispiel die Posen, gucken wir mal eben rein. Es sind tatsächlich 3 Stück gewesen. Im Livestream habe ich noch gesagt, hoffentlich sind es 3 oder 3 wären schön gewesen. Ja, es sind tatsächlich 3 Stück, die man dann bekommt. Sachen, die einzigartig sind. Ich glaube, das ist der Knackpunkt und das ist auch etwas, was das Ganze besonders macht. Genauso wie eben hier diese Route. Sachen, die man nicht anders bekommt als da drüber. Das ist nice. Das ist richtig geil. Und das ist auch tatsächlich das Geile, was ja auch hier den Weihnachtsmarkt betrifft, dass man eben hier Sachen bekommt, die man eben sonst nicht bekommt. Das ist das, was das Besondere ist. Braucht man das? Nö, braucht man natürlich alles nicht. Es ist alles nice to have. Es ist aber auch ganz vieles dabei, was vielleicht
überflüssig ist oder was man sich auch so ganz normal kaufen kann. Aber es ist halt eine kleine Aufmerksamkeit oder ein kleiner Bonus sozusagen für den Aufwand. Da kommen wir aber auch schon zum nächsten Kritikpunkt sozusagen. Wenn man das vergleicht mit dem vorherigen Stippen, war das Stippen einfach nur Stippen an einer Stelle. Es war quasi nicht wirklich viel Aufwand und dafür hat man dann verschiedene Sachen bekommen und hat sich gedacht, ja schön, hier habe ich noch ein bisschen was zu trinken und ein bisschen Schoko und so weiter und alles ist schön. Jetzt ist es natürlich vom Verhältnis ein bisschen auseinandergegangen. Das bedeutet, wir haben zum einen einen richtig großen Aufwand, um überhaupt die Aufgaben zu erledigen. Und gefühlt ist es natürlich so, gerade natürlich auch für Spieler, die das vorherige Spielen, das vorherige Stippen kennen, die sagen sich natürlich, nanu, jetzt muss ich hier mir richtig einen abreißen für so ein Päckchen Kaffee oder was. Da sehe ich ja überhaupt nicht das Verhältnis. Absolut verständlich. Das heißt, vorher hat man quasi gestippt. Manche haben auch mehrere Tage benötigt, manche haben das in ein paar Stunden durchgeballert. Aber auch da war natürlich das Stippen, naja, auch ein bisschen abhängig vom Glück. Aber man konnte es relativ simpel machen, durchziehen. Man konnte sich entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht. Und es war relativ simpel. Hier hat man natürlich schon irgendwie so ein bisschen den Ehrgeiz, das zu machen, weil das ist ja auch irgendwie, ne, man will das ja auch packen und auch zeigen, dass man einer ist. Und dann stellt man auf einmal fest, dass man doch nicht einer ist und dass man schnell an die Grenzen gerät bei Sachen, die eigentlich auch relativ einfach sind. Und dann wird man auch noch geblamed dafür, dass man das nicht hinkriegt. Das ist natürlich alles unspaßig. Absolut verständlich. Oder man hat auch diesen eigenen Frust, weil verdammt nochmal, jetzt muss ich so eine olle Zope fangen. Das ist natürlich schwieriger und auch im Verhältnis, ne, zu dem, was man dann bekommt, ist es auch irgendwo, naja, vielleicht nicht so ganz verhältnismäßig für den Aufwand, den man quasi betreibt. Andererseits ist es einfach nur eine sehr, sehr coole Art und Weise, der Austausch der Community sozusagen, das war ja der Oberhammer. Was war denn in den letzten Tagen los? Spots wurden geteilt, Spots wurden getestet, gesamte Gewässer wurden getestet, auf links gekrempelt, es wurde rausgesucht, es wurde probiert. Erfahrene Spieler mit ihrem Skill haben Sachen gesucht und probiert und geteilt und es ging richtig geil ab. Riesenvorteil bei diesem gesamten Event, ein absolut geiler Austausch in der Community untereinander. Es wurde super viel geteilt, es wurde sich ausgetauscht, beraten und gerätselt. Und das war natürlich richtig geil. Und wenn man jetzt guckt, was da auch wieder rumkam an neuen Informationen, wie man, wo man, was man fängt, mega gut. Richtig, richtig gut. Wenn ich mir da vorstelle, so etwas mit solchen Aufgaben immer wieder an verschiedenen Gewässern oder für verschiedene Fischarten, was da an Mehrwert rauskommt für die gesamte Community, ist der absolute Hammer. Also, wenn man da quasi Geschenke oder Belohnungen bekommt, die vielleicht einmalig sind oder ausschließlich über diese Geschenke oder diese Aktion quasi kommen und man den Anreiz hat, dass man eben sowas Besonderes bekommt, dann kann das, glaube ich, einen riesen Mehrwert werden für die Community. Dass es dabei Aufgaben gibt, die super frustrieren, wie gerade schon gesagt, zum Beispiel die Zope. Absolut verständlich. Für mich auch einer der größten Frustfische. Zum einen der Timen, super schwierig. Und zum anderen die Regenbogenforelle. Ein Fisch, der relativ random ist. Also da kann man nicht mal recht gezielt drauf gehen, sondern man muss einfach viel Zeit investieren und Glück haben, dass der Fisch an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit, zum richtigen Wetter, mit dem richtigen Köder gefangen wird. Nicht ganz so smart, finde ich, sorgt für ordentlich viel Frust, sorgt auch tatsächlich für viel Frust, da muss man nicht mal viel finden. Das ist tatsächlich so, mit einer der frustrierendsten Fische ist die Regenbogenforelle und für alle Spieler, die im Mid-Level unterwegs sind, ich sag mal unter Level 30, also Low-Level bis Mid-Level, ist natürlich auch sowas wie ein Timen eine absolute Challenge. Nicht, weil der Fisch eine Challenge ist, weil der so schwer ist vom Gewicht und so kampfstark, sondern den überhaupt mal zu fangen und mit dem Setup überhaupt auch so in die Area zu kommen, dass man
den bekommt, also relativ weit draußen, waren die Chancen doch recht groß. Und wenn man eben noch nicht sowas hatte wie die Nagetiere als Köder, dann war das auch richtig schwierig, den zu fangen. Also es gibt so ein paar Aufgaben, die deutlich schwerer waren, was gut ist, aber nicht schwerer, weil es halt schwer ist, sondern schwer zu erreichen, weil entweder enorm viel Zeit oder enorm viel Glück. Und das ist halt frustrierend, wenn es halt am Glück liegt und nicht am Skill sozusagen. Das macht man halt irgendwie oder das mag man halt nicht, ne? Was halt richtig cool war, wo ich echt überrascht war, war das mit der Pelletmarine. Ich hoffe, dass die Pelletmarine nach wie vor auch so aktiv am Koori zu finden ist. Super, super geil. Also Pelletmarine zurzeit oder allgemein im Moment das Posenangeln, ob das jetzt hier die Pelletmarine ist oder gerade das Angeln hier an der Yama, was eben auch mit der Pose super funktioniert, sensationell. Wenn man sich jetzt die beiden Arten anschaut, also zwischen Premium und Non-Premium, gibt es da auch nochmal ein bisschen einen Schwierigkeitsunterschied. Vom Gefühl her würde ich sagen, war Premium tendenziell leichter zu beangeln für hochlevelige Spieler. Und auch das finde ich halt auch nicht so ganz nice eigentlich. Denn theoretisch hat ja jeder mit Erfüllen der ersten Aufgabe, egal in welchem Levelbereich, die Chance gehabt. Man hatte Premium, nicht nur die Chance, sondern safe hatte man einfach 3 Tage Premium mit dem ersten Päckchen. Und theoretisch war also jeder Spieler von vornherein dann Premium-Spieler. Allerdings gab es dann hier doch nochmal eine deutliche Steigerung, nicht nur vom Levelbereich, eben dann Level 12 plus, Level 16 plus, sondern dann war es eben auch so, dass es auch von der Herausforderung oder von den Aufgaben her natürlich auch deutlich leichter war für hochlevelige Spieler. Es ist natürlich grundsätzlich für hochlevelige Spieler leichter, Fische zu fangen. Angefangen von den 100% in der Angelmethode bis hin zu geskillten Montagearten und natürlich hervorragenden Setups. Also hatte man natürlich als hochleveliger Spieler deutlich mehr Möglichkeiten, aber die Auswirkungen waren im Premium-Bereich deutlich mehr zu spüren. Und wenn ich das jetzt wiederum vergleiche mit dem simplen Stippen, mit einer Stippe 12 Stunden, 20 Stunden, wie auch immer, aber einfach nur Säckchen stippen, ist das natürlich ein Riesenunterschied gewesen von der Herausforderung. Also, das hat einfach auch jeder geschafft, am Moskitosee einfach zu stippen, egal in welchem Levelbereich. Und da konnte man natürlich sagen, okay, ich versuche jetzt nochmal 3 Tage mit dem Premium hier weiter zu stippen und vielleicht auch die Premium-Säckchen zu kriegen. Hier war es jetzt so, dass man eben da dann doch schon an die Grenzen stieß und zwar relativ schnell bei verschiedensten Aufgaben hier. Und da merkt man dann einfach auch den Skill-Unterschied sozusagen zwischen einem Low-Level-Spieler, zwischen einem Mid-Level-Spieler oder aber auch zwischen einem erfahrenen Spieler, ob das jetzt ein erfahrener Spieler ist mit 600 Stunden oder 6000 Stunden im Game. Es gibt da Riesenunterschiede, die man da gemerkt hat, ob man halt Fische fängt oder nicht und ob man sich halt oder ob man die Zeit hat, sich mit dem Game intensiv auseinanderzusetzen oder ob man das Game einfach nur spielt aus Entspannung und Spaß an der Freude. Da merkt man halt einen Riesenunterschied. Egal wie viel 1000 Stunden man halt im Game hat, trotz allem gibt es da wie gesagt Riesenunterschiede. Und da merkt man eben auch, dass selbst Spieler mit vielen, vielen 1000 Stunden im Game häufig bei manchen Sachen eben dann ans Limit gestoßen sind, weil die Aufgaben eben ja nicht alltäglich waren. Also man kommt da tatsächlich schnell an solche Grenzen, dass man sagt, ja Mensch, habe ich ja ewig nicht mehr gemacht. Wie geht das überhaupt? Das letzte Mal, dass ich auf XY Fisch geangelt habe, ist 10 Jahre her. Gefühlt, wie macht man das, wo macht man das und so weiter und so weiter. Also es ist wirklich, also ich persönlich fand es spannend, muss ich sagen, aber ich verstehe auch die Spieler, die sagen, ja verdammt nochmal, ich will doch bloß angeln und ich will doch nur entspannt ein bisschen zocken und da bin ich doch tatsächlich überfordert.
Vielleicht kann man das sogar nochmal irgendwie verändern. Vielleicht macht man 3 verschiedene Kategorien daraus oder man macht es vielleicht insgesamt eher auf dem Level der Non-Premium. Also da war einiges dabei, was auch herausfordernd war. Es war einiges dabei, was auch wirklich so ein bisschen mehr Zeit beinhalten musste, leider. Also weil man einfach nicht alles mal eben durchziehen konnte. Aber ich sag mal, gerade die Fische, die wie gesagt dann mit Glück zu tun hatten, sowas wie Regenbogenforelle oder sowas, das ist nicht wirklich nice. Das ist halt einfach wirklich viel Frust und oder hochlevelige Montagearten und sowas. Das ist halt auch etwas, was, also man muss es, es ist ja nicht drin, also steht ja nicht drin, fange einen Fisch mit einer hochleveligen Montageart, aber es war halt deutlich leichter, das zu machen. Andere Alternative wäre gewesen, investiere mehrere Tage am Stück Zeit und komm quasi in der Zeit auch nicht weiter, weil man fängt ja sonst da nichts. Ne? Wenn ich jetzt überlege, du gehst auf Timen, versuchst mit einem besonders guten Setup den Timen zu fangen, schaffst es aber nicht, weil du einfach mit deinem Basis-Spinning-Setup partout nicht den Fisch rausbekommst oder erstmal dran bekommst, das ist ja der Knackpunkt, ihn erstmal kriegen, dann ist es natürlich frustrierend, weil man eben in der Zwischenzeit oder in dieser gesamten Spielzeit deutlich besser was anderes hätte machen können und natürlich dann auch die 3 Tage Premium viel besser hätte nutzen können, als dann da zu stehen und zu hoffen, dass dann irgendwann mal so ein Timen reingeht oder eben so eine Regenbogenforelle, die ja auch tatsächlich sehr, sehr tricky ist. Ich hatte das Glück hier auf Steinfliegenlarve, sehe ich gerade nochmal, also auf Pose. Das war natürlich auch wieder übelst lucky. Wie bei mir auch die Zope zum Beispiel. Auch das übelst lucky auf dem Tauwurm gefangen. Also mit wahnsinnig viel Glück ging da ein bisschen was. Ansonsten hätte das einfach Zeit gebraucht. Genau wie bei mir zum Beispiel die Schleie. Die hat wahnsinnig viel Zeit zum Beispiel gebraucht. War mit am meisten Spielzeit bei mir, um die Schleie zu suchen. Ich würde fast sagen, so ungefähr 5 Stunden Spielzeit, um die Schleie zu finden. Ist jetzt noch nicht so ganz super viel, aber ich musste tatsächlich mehrere Spots testen, bis es dann endlich geklappt hat. Also, im Großen und Ganzen, trotz allem, trotz der Kritik oder trotz dem Frust und auch dem Verständnis für Spieler, die halt wirklich gefrustet waren oder es auch immer noch sind, ich muss sagen, erstmal von der Spielzeit her, es sind immer noch 22 Tage. Also wir haben immer noch mehrere Tage, Wochen Zeit, das zu erledigen. Man kann das immer noch schaffen. Macht euch da keinen Stress. Ich meine, das mit diesem Timer erzeugt natürlich Stress. Ist vielleicht auch nicht so ideal. Vielleicht reicht es, wenn dann der Timer in den letzten 3 Tagen aufploppt und man sagt, da steht, du hast noch 3 Tage Zeit oder sowas. Oder in der letzten, keine Ahnung, letzten 5 Tage. Aber von vornherein halt den Timer vor der Brust zu haben, ist schon frustrierend. Oder man lässt den Timer gänzlich weg. Man sagt einfach hier, erledige es in der Zeit, in der du es schaffst. Ist doch auch eine Möglichkeit. Kann man doch auch machen. Dann schafft man das irgendwann, dann ist das erledigt. Und wenn man es nicht schafft, dann schafft man es nicht. Wobei, irgendwann muss es auch enden. Ist ja auch Blödsinn. Man kann das ja auch nicht dann über 3 Jahre hier durchziehen. Also, im Großen und Ganzen bin ich, also für mich hat es echt Spaß gemacht. Ich finde es super geil. Ich hätte gerne mehr Aufgaben im Game. Wie gesagt, der riesen Plusfaktor, der Austausch untereinander, wie viele Spieler sich ausgetauscht haben untereinander, Tipps und Tricks getauscht haben. Und wenn ich mir da vorstelle, wir haben vielleicht regelmäßig mal solche Aufgaben und das geht über verschiedene Gewässer und auf einmal gehen die ganzen hochleveligen Spieler, weil sie irgendwelche Specials bekommen, an diese Mid-Level- und Low-Level-Gewässer, weil man da was bekommt und dann werden da auf einmal 10 Fische gesucht oder sowas. Ein Traum wäre das, was dann da abgeht im Game. Hammer, hammer, hart. Also, gutes Ding, verbesserungsfähig mit Sicherheit, aber ich sag mal, für so ein erstes Teil, für so ein erstes Mal, so eine Quest-Geschichte, ist das doch ganz gut gelaufen. Ja, ich hätte mich auch über eine Wenger gefreut, statt über so ein Fässchen, ich weiß nicht mal, was es ist, Honiggebräu, was auch immer es ist. Also wäre natürlich nice gewesen,
Aber ich habe es auch nicht erwartet. War in all den Jahren noch nie irgendwie drin, irgendwas Besonderes. Aber naja, es sind halt nette, besondere Dinger. Ob das hier die Packung mit D-Böllern ist oder ob das hier die Getränke sind oder die Wobbler, Alter, die Köderboxen. Ich liebe sie. Ich hoffe, sowas kommt auch mal ins Game, dass man sich seine Köderboxen zusammenstellen kann und nicht immer nach den einzelnen Ködern einzeln suchen muss. All sowas, ne? Mega gut, ey. Vielleicht tut sich da ja noch was. Und ja, wenn du das auch so siehst, gerne unten in die Kommentare schreiben. Und wenn du das anders siehst, natürlich auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich freue mich doch immer über geile Kommentare. Und dann sehen wir uns jetzt im nächsten Video, würde ich sagen. Machen wir erstmal Schicht damit. Dankeschön fürs Zuschauen. Petri Lümmels, toi 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 noch bei den Aufgaben. Wenn Fragen sind, im Discord reinschauen. Unterm Video ist der Link zum Discord. Da ist schon super viel Information zusammengetragen. Und ich würde sagen, ja, bis zum nächsten Video oder zum nächsten Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer live auf YouTube und Twitch ab 19 Uhr. Petri.